Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Aura. Und da ist schon wieder eine Spinne in meinem Haus. Alter, immer sind, wenn ich mich einlogge, Spinne in meinem Haus. Was ist denn eigentlich los bei denen? Was ist denn da eigentlich los? So, mein Shader, der spinnt mal ein bisschen rum. Die Truhe, die tanzt durch die Gegend. Ja, ich zeig. Ne, jetzt nicht mehr. Ich möchte heute das restliche Holz farmen. Und dann. Okay, da oben höre ich schon wieder Zombies. Und dann möchte ich gerne. Oh, ich habe wieder kein. Doch, ich habe Steine. Ich habe genügend Steine. Yeah, so. Wir machen uns jetzt erstmal ein paar Äxte. Zack. Ja, so viel brauchen wir auch nicht. Ich denke mal. Doch, wobei, drei Äxte sind gut. Hoppala, so. Dann packen wir mal hier. Alles, was ich nicht brauche, rein. Akazienholz, Eichenholz. Akazienstufe nehmen wir trotzdem mal mit. Pflastersteine. Pfeile. Ja, Pfeile nehmen wir auch mal mit. Keine Ahnung wofür. Tropenholz-Setzling nehmen wir auch mal mit. Was ist das? Tropenholz, Erde. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Knochenmehl. Das ist alles okay. So ist alles. Alles im grünen Bereich. Und da oben kämpfen schon wieder Gegner gegeneinander. Gehen wir mal gucken, was bei denen abgeht. Alter Schwede, da geht ja die Party ab. Okay, ich habe zwar ein kaputtes Schwert, aber mal gucken, ob ich das noch benutzen kann. Gegen die Viecher. Oh, ein Creeper. Nein, 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 nein. Das kennen wir doch schon. Den Spaß kennen wir doch schon. Oh, jetzt kommen da direkt zwei. Oh, zwei Creeper. Nee, 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 nee. Mach ich nicht mit? Das mach ich nicht mit. Nee, danke. Oh, da, oh, Alter. Hier ist ja alles voll. Hier oben, auf diesen Plattformen. Weil er nicht ausgeleuchtet ist. Hallo Creeperlein. Nein. Nein. Oh Gott. Mein Haus wird explodieren. Mein Haus wird mal wieder explodieren. Oh nein. Eine Spinne auch noch. Die tut mir wahrscheinlich nichts. Und. Pam. Und. Pam. Und. Pam. Und weg. Alter, das ist ja nicht euer Ernst. Alter, 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 Alter. So, ich muss da oben ganz dringend ausleuchten. Okay, das ist erstmal das Erste, was ich jetzt machen muss. Das geht nämlich gar nicht mehr so. Oder ich hole jetzt erstmal Holz. Nee, das... Oh nein, da kommt noch mehr Creeper. Alter, was geht denn da ab? Bei den Viechern. Ist jetzt mal Schluss bei euch? Ich will mich die ganze Folge nur daran aufhalten, hier Creeper zu killen. Es wird gleich schon wieder dunkel, so wie ich das jetzt schon wieder sehe. Okay, das ist absolut sinnlos, was ich hier tue. Es wird wieder dunkel. Monster nearby. Oh, alter Schwede. Du kleines Scheißvieh. ganz schnell schlafen. Okay, die ersten Minuten verschwende ich jetzt dadurch, dass die ganzen Monster hier sind. Ich muss ganz dringend Fackeln haben und noch mehr Essen. Okay, Leute. Oh, immer kommt was dazwischen. Da will man einmal jetzt sein Holz in Ruhe farmen. Da muss man sich jetzt auch Fackeln besorgen. Egal. Kriegen wir alles hin. Ich habe da oben echt eine Todesmine für Monster. Oh, shit. Da habe ich den Samen kaputt gemacht. Aus Versehen. Holen wir uns erstmal ein paar Kürbisse. Machen ein paar Kürbiskuchen. Hä, warum ist hier ein Loch? Hä, warum sind hier sowieso mehr? Ist das Enderman gewesen? Das weiß ich nicht. So. Okay. Eier. Zucker. Willst du schönen Kuchen machen? Musst du haben. Drei Sachen. Eier und Zucker. Kürbisse. Das reicht. So geht das Lied nicht. Ist egal. So. Fackeln. Jetzt sag nicht, wer. Also, Baloo und Gonzo. Oh, süß. Oh, ihr seht süß. Wenn jetzt irgendwo hier ein bisschen Fackeln wäre, das wäre sowas von geil. Aber das glaube ich nicht, weil Fackeln braucht ja jeder quasi. Aber. Das Schwert nicht mehr mit. Als Waffe. Wir haben noch einen Glowstone. Wo sind die ganzen Glowstones hin? Haben die alle Leute verpulvert? Ich habe noch keinen einzigen Glowstone benutzt bis jetzt. Aber ist egal. Ist hier irgendwo ein Ofen gewesen? Okay.
Oh Mann. Ich will mich jetzt in dieser Folge nicht darum kümmern, Fackel zu machen. Aber ich kann ja einfach. Ich kann ja einfach. Ein paar Holzdinger in den Ofen tun und dann. Ist hier irgendwo ein Ofen drin? Achso, hier sind zwei Öfen. Ah, hier ist sogar Holzkohle. Oh, das muss ich mir mal echt klauen. Ich tue mal gleich neue Kohle rein. Vier Fackeln. Da muss noch mehr hin. Zack, zack. So, jetzt haben wir 24 Fackeln. Das ist schon mal was. Jetzt tun wir hier noch mehr Holzkohle erzeugen. Holzkohle erzeugen wir, indem wir Holz mit Holz verbrennen, ne? Jo, kommt deine Holzkohle mal raus? Ja, ne? Gucken wir mal ganz kurz. Müsste eigentlich sein. Jo. Okay, cool. Machen wir so eine Fackel hier mehr. So, und dann gehen wir jetzt los. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Jetzt müssten wir unser Dach fertig bauen. Weil morgen ist das PvP-Event wieder. Ja, also heute Abend. Ich werde das Dach eh nicht fertig kriegen bis zum PvP-Event. Aber zumindest mobsicher machen. Das wäre schon mal gut. Weil sonst sind alle in ihren Häusern geschützt und ich kriege die ganze Zeit Skelette auf dem Kopf. Jo, wahrscheinlich kommt ein Skelett und zieht mir erstmal alles. So. Okay. Hier könnten wir noch eine kleine. Hoppala. So, hier können wir noch einen kleinen Ausgang machen. Das ist eigentlich ganz gut so. So, okay, wir werden in dieser Folge Holz farmen. Ich weiß nicht, ob wir das. Boah, jetzt hab ich da so viel Holz, nur für diese Holzkohle schon verprasselt. Ach, Mann. Leute, das ist immer so ein Kreislauf. Farmen und dann wieder. Erst farmen, dann wieder. Dings, ihr wisst schon. Dings, ihr wisst schon, beste Erklärung. Farmen, dann halt erst das verpulvern, dann das, dann wieder bauen, dann wieder farmen. Immer, man muss ja so viel machen, bevor man überhaupt mal anfangen kann zu bauen. Es kommt mir so vor, als müsste ich die ganze Zeit irgendwas dafür tun, um überhaupt etwas dafür zu tun. So, das ist so. Bisschen nervig. Aber, kriegen wir hin. Ist da oben irgendwo noch Holz drin? Nee. So, der Baum hier, der geht jetzt schon mal schnell runter, weil es ein relativ kleiner Baum ist. Ich weiß nicht, wie wir das Dach zukriegen sollen, bevor das PvP-Event ist. Wir haben noch eine halbe Folge jetzt Zeit. Leute, das wird noch eine lange Aufgabe. Es wird noch eine verdammt. Wir werden noch viele Folgen dafür brauchen, bis wir das Haus fertig kriegen. Aber letztes Mal, als ich das Dach angefangen habe, das ging so schnell alles, das ging so gut. Mann. Und jetzt brauche ich so lange, um weiterzukommen. Aber wenn ich dieses PvP-Event gewinne, ich glaube, ich hole mir die Diamant-Axt. Das wäre so eine Zeitersparnis. Zack, 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 zack. Boah, hier fallen jetzt viele Setzlinge runter. Sehr, sehr cool. So, der nächste Baum ist dieser hier, den wir uns gönnen werden. Ich habe so einen krassen Ohrwurm von Helena Fischer, dieses atemlos durch die Nacht. Aber das hört man irgendwo überall, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Egal, was ich auf YouTube angucke, irgendwann kommt immer dieser Moment, dann kommt irgendein Video, wo diese atemlos Musik drin vorkommt. Und dann habe ich wieder diesen Ohrwurm. Voll seltsam. Oh Mann. Aber das Dach, Leute. Boah, ich hab so eine Angst vor der Longboard-Tour momentan, muss ich euch sagen. Also falls ihr nicht genau wisst, was abgeht. Wir fahren ja ab dem 1. September auf Longboard-Tour. Und wir fahren ja komplett durch Deutschland. Das sind über 1000 Kilometer von Sylt nach Schloss Neuschwanstein. Und ja, es wird sowas von hart. Und ich glaube, wir werden das niemals in einem Monat schaffen. Also ich denke mal, wir brauchen mehr als einen Monat. Und oh Gott, das wird so. Also das alles vorzuproduzieren, damit dieser Monat genug Videos kommen. Dann diese Tour überhaupt zu fahren. Oh, das ist alles. Das ist echt. Momentan ist echt so Anspannung pur. Oh, das hat mir wehgetan. Autsch, autsch, autsch. Ist hier noch irgendwo Holz drin? Ja. Hallo, du Holzstück. Ist hier noch irgendwo Holz drin?
Da ist noch ein Setzling. Den hole ich mir. Hallo Setzling. So. Ist hier noch irgendwo Holz drin? Ich glaube nicht. Also, weiter runter. Runter, runter, durch die Nacht. Und da ist der Ohrwurm wieder entfacht. So. Wo könntet ihr euch vorstellen, mit einem Longboard durch Deutschland zu fahren? Einfach durch Westdeutschland. Für einen Monat lang einfach nur unterwegs sein. Das ist, stelle ich mir richtig, richtig geil vor. Das ist so ein richtiges Gefühl von Freiheit, aber es ist, glaube ich, auch das Anstrengendste und das Heftigste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Ich bin mal mega gespannt. Aber es wird auf jeden Fall krass. Es wird krass. Es wird krass. Okay. Oh mein Gott. So. Da ist noch ein Setzling. Auf diesem kleinen Stück da. Ist hier noch irgendwo Holz drin oder sowas? Nee, ne? Das ist auch vom anderen Baum. Sind das die Blätter? Jo. Okay. Ich glaube, wenn wir den Baum abgefällt haben, dann versuchen wir es auch ganz schnell ein bisschen was am Dach zu machen. Oh Mann. Aber viel schaffen wir da auch nicht mehr. So. Boah, sind jetzt viele Setzlinge da unten. Das sieht gut aus. 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 Boah, diese Holzhacken, ne? Das Problem ist, das Einzige, was ich außer Holz hier machen könnte, wäre eine Goldhacke oder mit viel Glück eine Metallhacke, also eine Metallaxt, wenn ich ein paar Monster töte und Glück habe, dass Eisen droppt. Wenn ich eine Goldaxt nehme, die baut für viel schneller ab, aber geht auch viel schneller kaputt und bevor ich das Gold gesammelt habe, da lohnt sich dieser Zeitaufwand gar nicht. Sozusagen. Oh, ich habe Erde abgebaut. Hä? Hä, wo ist die Erde? Hä? Oh, hier sind viele Setzlinge runtergefallen. Und der Baum ist schon wieder neu gewachsen. Alter, das ist ja voll die effektive Baumform jetzt. Ich habe Erde abgebaut. Weiß aber nicht, wo die Erde ist. Bin ich blind? Sag mir kurz, ob ich blind bin. Ja, ich bin hundertprozentig blind. Hä? Wo ist diese Erde hin? Alter. Hä? Ich bin scheinbar komplett verblödet oder was? Ich weiß nicht. Da, 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 da. Okay. Erde. Nehmen wir mal ein Stück Erde doch eben schnell mit. Und setzen es nochmal dahin. Ich finde schon, wir schaffen, also wir sind relativ produktiv in den Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es kommt mir trotzdem so vor, als würden wir nicht so viel schaffen, alleine weil wir die ganze Zeit halt immer farmen. Aber das Farmen ist ja auch was Produktives. Man darf halt sowas nur nicht, ich darf es halt nur nicht zu kritisch sehen, sozusagen. So, wir haben jetzt Fackeln, alles wieder oben, um das alles jetzt mal ein bisschen auszuschmücken. Das machen wir jetzt auch mal. So. Wir machen Akazienholz. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch drin? Eier. Hier. Steinplatten. Nehmen wir einmal mit. Wir haben alles jetzt, was wir in Ressourcen haben, nehmen wir jetzt mal mit. So, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Richtig geil. Ich glaube, in 2 Minuten wird da oben richtig viel entstehen, Leute. Okay. Wir müssen auf jeden Fall da oben auf jeden Fall Sicherheit schaffen. Das ist ganz wichtig. Sicherheit ist da ein ganz wichtiger Punkt. So. Hier kommt eine Fackel hin. Hier kommt eine Fackel hin. Hier kommt eine Fackel hin. Und hier kommt eine Fackel hin. So. Hier sind die Akazienstufen, aber wir machen es nicht mit Akazienstufen, wir machen es mit Tropenholzstufen, ne? So. Brauchen jetzt eine Werkbank. Zack. Und wisst ihr was? Jetzt kann ich eigentlich schon direkt wieder ins Bett gehen, weil wenn die ganzen Monster jetzt kommen, dann ist sowieso die Arschkarte. Und das wollen wir nicht, deswegen gehen wir jetzt erstmal ins Bett. Wir haben noch 2 Minuten jetzt ungefähr Zeit. Bisschen weniger. Mal gucken, was wir in der Zeit alles so hinzaubern. Oh. Ich weiß nicht, warum ich den Ohrwurm hab. Ist nicht so, dass ich das Lied gern mag, aber ich weiß es nicht, woher das kommt. Okay. Das machen wir einfach ganz klassisch so, wie so eine kleine Treppe. Ja, finde ich ganz gut. Ja, so finde ich das, finde ich schon mal ganz gut, ja. Jetzt
Jetzt bauen wir uns dort noch rüber. Ja. Erstmal machen wir hier noch eine Fackel hin. So. Wie hoch müssen wir sein, um das auf die gleiche Höhe zu bringen? Ich glaube, kann es sein, dass es ungefähr hier ist, diese Höhe? Warte. Ist es... Oh, ah! Oh mein Gott. Ich wäre einfach fast gestorben durch so eine richtige dumme Aktion. Alter, es kann doch nicht sein, dass ich durch so eine dumme Aktion sterbe. Alter Schwede. Alter, ich wäre gestorben. Wenn das jetzt ein bisschen höher gewesen wäre, ich wäre gestorben. Wäre tot. YOLO. Alter. Euer Ernst? Euer Ernst? So. Ach, hier oben habe ich sogar schon angefangen. Ach Mann, ich würde jetzt einfach gerne weiterbauen hier. Ich würde gerne einfach weiterbauen. Aber leider ist die Folge jetzt zu Ende. Oh, 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 oh.